Hallo zusammen. Kühlschrank, Kühlbox betreiben über Solar. Ja, kein Problem. Ich nehme zum Beispiel solch eine Kompressorkühlbox, gut isoliert, vernünftige Deckeldichtung, Sekop-Kompressor. Wir haben hier Energieklasse A++ und einen Energieverbrauch von 47 Kilowattstunden pro Jahr oder 5,6 Watt pro Stunde. Die Box ist relativ gut im Verhältnis, was auf dem Markt so rumschwingt. Was brauche ich, um solch eine Kühlbox zu betreiben? Ich habe hier eine Batterie, eine Banner, eine SHD 64035 mit 140 AH. Warum brauche ich eine 140 AH Batterie? Nehmen wir an, wir haben mal 2 Tage schlechtes Wetter, 3 Tage schlechtes Wetter. Dann brauche ich Kapazität, weil zum Beispiel die Solarzellen zu wenig bringen. Ich habe zum Beispiel hier ein 100 Watt Solarpanel. Dieses 100 Watt Solarpanel bringt 100 Watt im Labor. In der Praxis bei Top-Sonneneinstrahlung reden wir vielleicht von 80 Watt. Bei einem guten Tag von 800 Watt Solarleistung im Tag. 800 Watt durch 12 oder durch 12 Volt. Ich habe es nicht so mit dem Kopf rechnen. Das sind dann 60 AH. Diese 60 AH können wir also in diese Batterie reinbunkern. Wenn wir jetzt aber eine zu kleine Batterie haben, können wir den Strom, der hier in einem Spitzentag entsteht, gar nicht aufnehmen. Was brauchen wir sonst noch? Dass die Sonne über das Solarpanel in die Batterie in den Kühlschrank fließt. Standard sind jetzt hier solche Anschlüsse. Wir müssen also von diesen Anschlüssen weiter, hier können wir einhängen, auf, ich stelle das auf die Seite, auf den Solarregler. Wir haben also 2 Kabel, die vom Dach oder wo das Solarpanel montiert ist, auf den Solarregler gehen. Dieser Solarregler, das ist ein einfacher, das ist ein 15 Ampere Solarregler. Hier gehen wir drauf, auf Plus und Minus von der Solarzelle und von hier auf die Batterie. Und hier haben wir noch einen Abgang mittels Unterspannungsschutz für eine Lampe. Von der Batterie brauchen wir dann noch ein Kabel auf die Batterie. In der Regel kurz halten, dass wir direkt die Spannung von der Batterie haben, also die Distanz von hier zur Batterie möglichst kurz. Und dann noch ein Satz Batterie klemmen, dass wir das vernünftig auf die Batterie anschließen können. Dann ist hier noch ein Befestigungssatz zum Beispiel, um die Solarpanel zu montieren. Und jetzt die Kühlbox anschließen, nicht auf diesen Regler, sondern direkt auf die Batterie. Warum? Es gibt Empfehlungen, diese Kühlboxen über diesen Solarregler zu nehmen. Erstens wird meistens die Distanz länger. Zweitens eine Verfälschung von der Spannung.
Und drittens, wir haben hier einen Unterspannungsschutz im Regler und wir haben einen in der Kühlbox. Wir brauchen das nicht doppelt. Durch das können wir direkt von hier auf die Batterie fahren oder umgekehrt von der Batterie direkt zur Kühlbox. Haben Sie eine Kühlbox ohne Unterspannungsschutz, empfiehlt sich diese gar nicht an Solar zu betreiben, weil meistens sind dann das Kühlboxen, haben Sie am falschen Ort gespart. Es gibt auch diese Leute, die sagen, ich nehme die Solarzelle, die Batterie und ich setze einen Wechselrichter ein und kaufe mir einen Kompressorkühlschrank 230 Volt. Das funktioniert. Sie gehen dann mit der Batteriespannung 12 Volt über einen Wechselrichter. Hier empfiehlt sich ein Wechselrichter von 1000 Watt Sinus hoch auf 230 Volt. Sie haben da Verluste von 10-20% und dann auf den Kompressor. Der Kompressor, der in Haushaltsgeräten verbaut wird, hat eine Start- und eine Laufwicklung. Die Startwicklung wird im Moment vom Einschalten zugeschaltet und somit wird der Kompressor etwa 5 bis 8 Mal größer im Start, weil eben die Startwicklung dazukommt, wie im Normalbetrieb. Der startet den Außendrehmoment raus und zieht in diesem Moment bis zu 40 Mal mehr Strom, wie auf dem Tippenschild angeschrieben ist. Wenn Sie jetzt einen Kühlschrank haben, da steht dann drauf Energieverbrauch, Anschlusswert 50 Watt mal 40, das ist das, was im Peak gezogen wird, dann sind das 2000 Watt, die dieser Kompressor im Peak zieht. Aus diesem Grund sage ich, ein 1000 Watt Wechselrichter, der bringt im Peak auch mal 2000 Watt. Dann haben Sie einen Wechselrichter, der dann nachher vor sich hinläuft, 50 Watt liefert, eigentlich auf einem schlechten Wirkungsgrad. Empfehlenswert ist, direkt unten auf dieser Spannung 12 Volt zu bleiben und das so zu betreiben. Kommen wir zu den Preisen. So eine Kühlbox, ich bleibe jetzt in Schweizer Franken, in Euro ist es genau gleich, diese kostet 530 Schweizer Franken, dann brauche ich hier eine Batterie dazu. Die kostet 250 und ein Solarregler, Panel und so weiter und so fort, die vorverdrahtet, hier mit Klemmen versehen, wir liegen dann etwa bei 1000 Schweizer Franken für ein Panel, die Batterie, Regler, Kabel, Batterieklemmen. Das müssen Sie rechnen für eine vernünftige Kühlbox mit der passenden Solaranlage. Was da noch fehlt, ist mehr Befestigungsmaterial, um das Teil individuell, also das Solarpanel individuell zu montieren. Wenn Sie Interesse haben an dem Set hier, schreiben Sie mir mit dem Link vom Video, dann kann ich Ihnen das so komplett für 1000 Franken anbieten. Sie müssen noch die Kabellängen angeben vom Solarpanel und die Distanz hier. Und wir werden das so vorverdrahten, dass es an sich sofort einsetzbar ist. In Deutschland sieht es so aus, da ist der gleiche Preis in Euro, das sind dann momentan etwa 13% mehr, aber ihr wisst, in Deutschland sind auch 19% Mehrwertsteuer und nicht nur 7%, somit ist der Preis in Franken und Euro etwa 1:1, weil der Preis, die Mehrwertsteuer muss irgendeiner bezahlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.